Ein schnurriges Willkommen bei Kitty Plays The Dig. Ich hätte eben beinahe Lands of Lore gesagt, aus Gewohnheit. Nein, wir spielen The Dig. Und wir haben gerade eine Alien-Energiequelle repariert, woraufhin oben eine Tür aufgegangen ist. So, jetzt brauchen wir aber auch hier das Licht nicht mehr. Ich nehme mal den Kristall mit. Wenn der da ist und wir den mitnehmen können, brauchen wir den sicher irgendwann. Und dann gehen wir mal nach oben. Ah, ist schon viel besser. Das ist alles so laut für mich. Ich höre mich selbst kaum noch. Dann gucken wir mal, was hier hinter dieser Tür versteckt ist. Okay. So viel zum Thema Cafeteria. Boston? Sind Sie da? Ich habe hier gerade den Strom angestellt und eine Tür aufbekommen. Sie benutzen geometrische Formen als Kombinationen für die Schlösser. Boston, Sie werden nicht glauben, wo ich bin. Hier steht alles voll mit außerirdischen Geräten. Die fantastischsten Dinge, die ich jemals gesehen habe. Und die Maschinen funktionieren. Was tun Sie? Ich weiß noch nicht. Sie sind wirklich außerirdisch. So etwas habe ich noch nie gesehen. Überstürzen Sie nichts, Maggie. Ich bin vorsichtig, Boston. Aber wir haben wohl kaum die Zeit für wissenschaftlich korrekte Testverfahren. Wo sind Sie? Wie kann ich zu Ihnen kommen? Wenn ich das nur wüsste. Jedenfalls nicht so, wie ich hierher gekommen bin. Ich bin durch einen Tunnel im Felsen gerutscht, aber als das Dach zusammengebrochen ist, ist er mit den Trümmern zugeschüttet worden. Sie hätten dabei draufgehen können. Oh, ich schätze, das war nicht ganz ungefährlich. Aber wenn wir zusammen da durchgerutscht wären, wäre der zweite auf jeden Fall draufgegangen. Denken Sie daran, wenn Sie auf die Idee kommen, mich zu retten. Ich habe das schon ganz gut hingekriegt. Ja, das glaube ich. Bei uns beiden ist alles in Ordnung, Boston. Wir werden schon irgendwie in Kontakt kommen, wenn es nötig ist. Maggie. Gute Arbeit. Danke, Boston. Ich glaube, das war für ihn schwer zu sagen. Außerdem habe ich zwei Stellen bemerkt, wo die Übersetzung ein bisschen komisch war. Die zweite war, bei uns beiden ist alles in Ordnung. Ich glaube, we're okay war das Original. Ich weiß es nicht, ich habe es auf Englisch tatsächlich nicht gespielt, aber ich glaube es. Und das heißt eigentlich eher so viel wie, zwischen uns ist alles okay. Also sprich, ich bin nicht auf dich sauer oder sowas. Und das andere war, sie sind wirklich außerirdisch. Ich glaube nicht, dass Maggie sowas Offensichtliches gesagt hat, sondern they are really alien, was auch heißen kann, sie sind wirklich fremd. Und das würde als Übersetzung eher passen in dem Fall. Aber gut, ja, wie gesagt, Übersetzung und hinterher ist man immer schlauer und so. Schauen wir mal, was sie haben. Sieht ja ein bisschen aus wie so ein Aufzugsknopf hier. Was haben wir hier? Okay. So eine Bahn. Ach, das ist wahrscheinlich so ein Zug. Da kann man einen Zug rufen und dann kommt der angechutschut. Und dann kann man mit der Chuchu-Bahn fahren. So, jetzt schauen wir mal. Ja, der tut es schon. Ja, Zug. Das ist ein komischer Zug. Aber ich würde sagen, wir steigen mal ein. Steht auch Bahn da. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Oh Gott, der muss jetzt ziemlich durchgeschleudert werden da drin. Einmal im Schleudergang durch den Flippertunnel. Oh Gott, ist das laut, ich drehe mir leise. Sonst schreie ich euch am Ende noch sowas von in die Ohren. Okay. Und wir sind woanders angekommen. Jetzt weiß ich, wie sich mein Hamster gefühlt hat. Hast du den in die Waschmaschine gestopft oder was? Hier ist ein Gesicht in der Wand. Das wird aber irgendwie nicht... Keine Ahnung, es ist nichts. Eine beschädigte Tür. Okay, gucken wir uns mal an. Ich glaube hier nicht, dass wir die reparieren können. Außerdem ist es so leise geworden auf einmal. Das ist unheimlich. Musik, ich will Musik. Bitte. Sieht aus, als hätte ein Erdbeben die Tür so verklemmt. Okay, die Tür ist verklemmt. Gut, das ist, dann muss man halt
dafür sorge, dass sie sich etwas entspannt, wenn sie verklemmt ist. Hier ist eine zerstörte Tür. Ich glaube, ich das Video jetzt angucken müssen. Aha. Das ist schön. Man hört richtig, wie er auf Sand läuft. Dann gehen wir mal erstmal. So, bevor wir hochgehen, gehen wir erstmal unten ans Wasser. Hier ist eine Menge Wasser. Ja, ja. Wenn man es trinken kann, sterben wir wenigstens nicht sofort. Wir werden genug Zeit haben, um zu verhungern. Das ist doch mal Optimismus. Ach, guck mal, wie süß. Ein Schildkröten. Ja, das ist nicht mehr so süß. Ja, gut gemacht, dass du dich versteckt hast. So viel zum Thema das Wasser trinken. Ich würde da nicht rangehen, um das Wasser zu trinken. Guck mal, hier hinten ist... Wir hatten auch vorhin dieses Ding gesehen mit diesem mittleren Teil und den Türmen, den Felstürmen drumherum. Hier ist einer von diesen Felstürmen. Also würde mich nicht wundern, wenn das hier auch einer von den Felstürmen ist, um ehrlich zu sein. Fahrt. Gucken wir mal oben. Also wenn ich jetzt in deren Situation wäre, ich hätte, glaube ich, sowas von Schiss. Das glaubt man gar nicht. Oder vielleicht glaubt man es ja doch, aber... Ich würde mich nicht trauen, hier so rumzulaufen und mir alles anzugucken. Ich würde mich wahrscheinlich einfach in irgendeine Ecke zusammenkauern und, naja. Noch ein Geist. Der letzte hat uns den Weg in den Nexus gezeigt. Natürlich ist Brink dabei gestorben. Ja, genau. Eine Linse und dann schießt das hier so rüber. Uns mal dieses seltsame Gerät an. Könnte das eine Art Kontrollpult sein? Okay. Moment. Das sieht so aus, als wenn das hier die Türme sind, die Felstürme und das hier diese Mitte. Und das ist, wo wir gelandet sind. Okay, jetzt kommt hier eine Linie in die Mitte. Und da verschwindet sie wieder. Ziehen wir nochmal die Linie rein und gucken, ob sich irgendwas verändert hat. Ja, ja, hier ist ein helles Licht. Hier ist die Linse, die das Licht für die Brücke bündelt. Brücke? Moment, man kann da drauf laufen? Man kann da drauf laufen! Ja, wie ich mir gedacht habe, wir sind hier in einem von den Inseln, in die hier... Da ist eine Kristallform. Interessant. Das Ding ist transparent, fast unsichtbar. Sieht auch ein bisschen aus wie das Ding, was uns hierher gebracht hat, ne? Okay, nee, ist hier nicht. Ich habe das Gefühl, dass hier immer wieder eine Hand erscheint, hier in dem Bereich. Gehen wir wieder zurück. So, einmal teleportieren. Und zurück. Jetzt gucken wir uns mal an, was hier in der Tür ist. Nachdem der Geist uns gezeigt hat, dass man hier dieses Licht in die Mitte machen kann, diese Brücke aus Licht. Eine Reihe Displays, die in die Wände eingelassen sind. Inschriften hier und da. Ich würde sagen, es sieht aus wie ein Museum. Das ist eine Steinplatte, die in die Wand eingefügt ist. Okay, hier ist ein... Das ist das, was wir bei diesem Brückending schon gesehen haben. Und hier ist ein... wilder Mechanismus. Anders kann ich es nicht beschreiben. Na, leuchtende Kristalle. Seltsame, leuchtende Kristalle. Grün leuchtende Kristalle, so, so. Ah ja, okay, das sind die Displays. Dann gucken wir doch mal. Gucken wir uns doch mal das Display an. Es sieht ja so aus, als wenn es nichts anzeigt. Huch, okay. Das ist hier, das ist die Insel mit den Dingern drumherum. Das ist, wie wir gelandet sind. Ah, okay, das ist nochmal eine schematische Ansicht.
Das sind irgendwelche Aliens. Nochmal Aliens und ein Graf, der runtergeht. Moment. Also hier landet irgendwas. Das, was uns auch hingebracht hat. Ja, das ist wieder die Insel, okay. Und zwei Arten von Aliens. Und jetzt? Das sieht so aus, als wenn diese linke Art von Aliens die rechte ausgerottet hat. Kann das sein? Gucken wir mal das nächste Display an. Okay, das sind die Aliens, die rechten von eben. Ganz viele davon. Mit einem in einem Dreieck. Ein Fels mit einem Mond. Irgendein Ding mit Monden und einem Fels mit einem Loch. Und ein Fels mit einem Baum. Und der Baum erblüht. Könnte dies eine Art Grabkammer sein? Das könnte sein. Das könnte der Hinweis sein, wie man zu der Grabkammer kommt. Irgendwas mit Felsen und Monden und ein Fels mit einem Loch. Ja, wir können ja wahrscheinlich jederzeit wieder zurück und uns das nochmal angucken. Okay. Eine Bakterie. Nein, halt. Das ist irgendeine Kapsel, die auf ein Skelett gemacht wird. Okay, eine Zelle, würde ich sagen. Wieder das Skelett. Ist das jetzt wieder... Ist das irgendeine Medizin oder so? Ich guck's nochmal an. Wenn das irgendeine Medizin ist, dann haben wir hier diese Kapsel. Und da ein Skelett, also einen Toten. Und dann wird diese Kapsel aufgebrochen. Und dann ist da so ein Schleim um den Toten rum. Und das könnte eine Explosion sein oder halt eine Zelle, ne? Zellen, Zellteilung und so weiter. Und dann ist der Tote und danach ist er lebendig. Das könnte echt so eine Medizin oder sowas sein. Gucken wir mal, was wir hier finden. Hier ist noch so ein Stab. Noch so eine Gravur am Stab. Lecker, Gravur am Stab. Das ist wieder ein Display, genau. Ich wollte erstmal die Displays sehen. Okay, so ein komisch geformtes Ding. Wird von so einem Alien gehalten. Wird von... Da stehen viele Aliens hinten dran. Dann wird das in den Berg rein teleportiert. Und dann ist da eine Tür. Der Kanister hat es sicher ganz schön in sich. Okay. Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Gut. Der Kanister hat es in sich. Ach, der Kanister ist das vom Anfang. Ah, das könnte eine Sprengladung sein. Ja, da ist Maggie. Boston! Maggie, ich habe sie gefunden. Es war mir nicht bewusst, dass ich verschwunden war. Sie wissen, was ich meine. Ich habe einen Weg gefunden, zu Ihnen zu kommen. Durch das Museum, diesen Weg entlang. Das ist schön, Boston. Wenn das das Museum ist, dann ist das hier wohl die Bibliothek. Ich habe herausgefunden, wie man im Nexus die Türen öffnen kann. Es gibt eine Bahn, die hierher führt. Hören Sie, Boston, ich finde es toll, was Sie alles herausgefunden haben, aber ich versuche gerade, mich zu konzentrieren. Ich glaube, ich bin ganz kurz davor, das ganze Zeug hier zu verstehen. Ich will einfach hierbleiben und weiterarbeiten. Kann ich verstehen. In Ordnung? Klar, natürlich. Ich wollte nur... Egal. Ich weiß, wo ich sie finde und Sie wissen, wie Sie hier rauskommen können. Ja, danke. Wenn ich was herausbekomme, melde ich mich bei Ihnen, okay? Alles klar. Ja, alles klar. Ich werde Sie jetzt nicht weiter nerven. Das ist eigentlich voll fies. Ich meine, er als Militär, umgeben von den beiden Wissenschaftlern,
ich meine, sie ist ja eine Sprachwissenschaftlerin, nicht nur Journalistin, hat was rausgefunden, ist natürlich stolz wie Oscar, im Endeffekt wie ein kleines Kind, ne, was geschafft hat. Und man könnte jetzt böse sein und sagen, ja, die Eltern interessieren sich nicht dafür. So, ja, ich bin am Arbeiten, geh spielen. Sehr nett. Naja, gut. Ich fand Brink trotzdem viel unsympathischer. Trotzdem hat er diesen Tod nicht verdient. Moment, den Tod. Und da war doch dieses Bild mit dem Medikament. Das war ja ein Skelett, also war das ja schon tot. Könnte man Brink vielleicht irgendwie wiederbeleben? Idee. Und zwar, wir haben doch so komische Kapseln. Vielleicht sind das diese Kapseln mit diesem Heilschleim. Fahren wir nochmal mit der Bahn. So, überspringen. Und gucken wir mal, ob wir mit diesen Kapseln Brink wiederbeleben können. Einmal nach oben in den Nexus. Außerdem haben wir auch die nächste Stange. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Durch diese Säule fließen Unmengen an Energie. Und hier sind Funken. Hier ist ein Stein mit Funken. Der Stein hat wohl das Stromkabel kaputt gemacht. Entschuldigung. Schauen wir mal. Wer weiß, ob es überhaupt klappt. Selbst wenn es dieselben Kristalle sind, die auf dem Display im Museum einen Außerirdischen wiederbelebt haben, sie sind trotzdem nicht für Menschen gemacht. Einen Versuch ist es wert. Mehr als sterben. Also, er kann ja nicht nochmal sterben. Brink, wie geht's Ihnen? Es geht mir gut. Was ist passiert? Ich erinnere mich, dass ich gegraben habe. Und der Boden unter mir nachgegeben hat. Brink, Sie waren tot, mehrere Stunden lang. Dass diese Amerikaner immer übertreiben müssen. Ich versichere es Ihnen, Brink. Kein Puls. Keine Atmung. Tot. Aber ich habe ein paar von diesen Kristallen gefunden und ein Display hat mir gezeigt, wozu man sie benutzt. Wo ist der Kristall? Ich muss ihn sehen. Ich war mir nicht sicher, ob er bei einem Menschen funktionieren würde. Unsere Zellstrukturen müssen sich sehr ähnlich sein. Wie praktisch. Boston, durch den Kristall bin ich nicht nur wieder am Leben, ich bin... am Leben! Ich fühle mich... besser, stärker, lebendiger als jemals zuvor. Drogen? Maggie, hören Sie mich? Ja, klar und deutlich. Ich hoffe, Sie haben was Wichtiges. Ich glaube schon. Brink ist nicht mehr tot, Maggie. Sie haben einen ziemlich kranken Sinn für Humor. So hätte ich auch reagiert. Ende. Nein, warten Sie, ich meine es ernst. Todernst. Brink? Ich glaube es ja nicht. Es war dieser Kristall, den ich im Museum gefunden habe. Von dem sie nichts weiß. Das Display zeigte, wie er einen Toten wiederbelebt hat. Also habe ich es versucht. Ein Kristall, der Tote auferstehen lässt? Wenn wir je wieder zurückkommen, wird das die Welt verändern. Oh ja. Es wird alles verändern. Ich bin nicht einfach wieder am Leben, Maggie. Ich fühle mich grandios. Ich habe das Gefühl, dass ich nie wusste, was es heißt, sich gut zu fühlen. Das klingt wirklich jetzt nach einem Drogenrausch. Jetzt ist es umso wichtiger, dass wir nach Hause finden. Nicht, dass ich schon einen hatte. Mir war es eigentlich immer ziemlich wichtig. Forschen Sie weiter, Boston. Ich arbeite weiter an der Sprache. Alles klar, Maggie. Okay. Brink. Sagen. Ah ja, okay.
Meinen Sie, Maggie kann eine außerirdische Sprache lernen? Sie ist sehr intuitiv. Wenn sie einen Kristall benutzen würde, könnte sie alles lernen. Moment. Maggie hat eine Bibliothek gefunden. Sie denkt zumindest, es ist eine. Kann sie die Sprache schon lesen? Sie arbeitet daran. Sie kann aber schon mit den Geräten in der Bibliothek umgehen. Naja, selbst wenn wir den Weg nach Hause nicht finden, kann sie vielleicht genug lernen, damit wir hier überleben können. Ist euch das aufgefallen? Als wir Maggie angesprochen haben, hat er gleich wieder die Kristalle angesprochen. Ich frage nur mal die anderen Sachen durch. Ich konnte es zuerst nicht glauben, dass diese Außerirdischen Brücken aus Licht herstellen konnten. Und ich kann nicht glauben, dass sie sich wirklich überwinden konnten, sie zu betreten. Der war gut. Halten Sie die Augen offen nach solchen Metallplatten wie die auf Attila. Wenn wir die richtigen finden, könnten sie in die dreieckige Vertiefung im Nexus hineinpassen. Und wenn sie passen? Was passiert dann? Keine Ahnung, Brink, aber ich denke trotzdem, dass wir sie suchen sollten. Vielleicht fliegt der Nexus als Raumschiff zurück zur Erde? Dieser Geist, der uns zu dem Loch geführt hat, in das sie gefallen sind, ich habe noch so einen auf der Museumsinsel gesehen. Ein Museumsführer? Was diese Geister auch sind, ich glaube, sie wollen uns irgendwo hinführen. Ah, aber führen sie uns irgendwo hin, wo wir auch hinwollen? Arrogant, aber trotzdem nicht blöd. Okay, dann reden wir mal über die Kristalle. Welche Chancen haben wohl die Wissenschaftler auf der Erde zu verstehen, wie diese Kristalle hergestellt werden und wie sie nachzubauen sind? Sie müssen einfach. Sie haben ja keine Ahnung, wie gut es sich anfühlt, eine solche Stärke im Körper zu spüren. Und nicht nur im Körper. Mein Geist war noch nie derart wachsam. Oh je. Wir müssen noch mehr von diesen Kristallen finden. Noch viel mehr. Oh je. Ich muss gestehen, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Danke. Wenn der davon redet, mehr zu finden. Das kommt mir schon ein bisschen besessen vor. Okay, jetzt ganz viel Grün. Das ist, glaube ich, das komplizierteste. Also das vorletzte, das letzte in Grün, das letzte in Rot und ein grüner Kasten. Schauen wir doch mal. Öffne die Klappe. Das wäre das vorletzte. Jetzt hätte ich bestimmt da das vorletzte hinmachen müssen, ne? Ich habe tatsächlich die Kombination nicht mehr. Ich dachte, das wäre das letzte und dann das vorletzte. Das ist ja das vorletzte und das letzte. So, noch einmal durch Rot durchcyceln. Das hier jetzt ein zweiter. Ich gucke mal, ich vergleiche das nochmal. Das ist echt. Ich kann diese letzten beiden schwer nur voneinander unterscheiden. Ja, das ist wirklich das Vorletzte. Das ist das, was wir jetzt haben. Okay. Und der Würfel hier bleibt ja gleich. Das heißt, wir müssen jetzt hier nur noch das letzte oder vorletzte vom Roten einstellen. Und da war ich natürlich. Das ist nicht das hier. Oder nein, die beiden sind gleich, also es ist das letzte. Oh, okay. Ja, ich hätte einfach durchprobieren können. Die Türe hier geht sofort. Gut, dann ist hier wieder eine Bahn. Und es tutet? Oh, oh, die anderen Bahnen sind immer sofort gekommen, wenn ich den Knopf gedrückt habe. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch andere Schalter. Okay, die Bahn. Brink! Nein, ich wollte nicht mit ihm reden. Schon in Ordnung. Die Bahn funktioniert nicht. Okay, gehen wir mal zurück. Ich will nochmal weiter, denn wir sind jetzt gleich in diese Tür reingegangen, als sie aufgegangen ist.
Heißt sie jetzt hier auch Museumsbahn. Aber wir haben gar nicht geguckt, ob hier rechts noch viel weiter mehr ist. Noch eine Tür. Ah ja, okay. Das ist direkt links vom Eingang. Okay. Es ist die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Oh, ich bin irgendwie total müde. Nun gut. Es wird schon nicht wehtun, wenn ich... Nein, das wollte ich doch gar nicht machen. Oh. Oh. Die Pflanze scheint mir Energie entzogen zu haben, die sie dann auf alle anderen Pflanzen verteilt hat. Es muss eine gemeinsame Wurzel geben. Interessant. Ich wollte eigentlich eher mit Brink nochmal hier... Ah, Moment, die klemmt. Vielleicht kann Brink mir helfen, die Tür zu öffnen. Das wäre praktisch. Brink, könnten Sie mir hier mal helfen? Sicher. Bei drei. Eins. Zwei. Drei. Ich glaube, wir hätten die Tür zulassen sollen. Nur so ein Gefühl. Hier ein Geist. Hm? Das war bisher der längste Besuch eines Geistes. Die Erscheinung schwebte genau über diesem Becken. Es ist voll mit Kristallen. Sind das diese Lebenskristalle? Wie der eine, mit dem Sie mich wieder lebendig gemacht haben? Sie sehen so aus. Dann ist doch alles klar. Diese Kristalle sind der Grund, weshalb Sie uns hierher gebracht haben. Sie haben das Geheimnis des Lebens entdeckt und wollen es mit uns teilen. Und was haben die davon? Haben Sie gar nicht hingesehen, Brink? Egal, welche Sprache Sie sprechen, aber dieser Geist hatte die Form eines Totenschädels. Er wollte uns warnen. Diese Kristalle sind gefährlich. Das war das Symbol des Todes, Lo. Diese Kristalle sind das Gegenstück zum Tod. Das wollte er damit sagen. Und wenn es Nebenwirkungen gibt? Haben Sie mal daran gedacht? Die Nebenwirkung ist, dass ich mich besser fühle als je zuvor. Das ist genau das, was mich alarmiert. Wenn Sie selber einmal einen Kristall genommen hätten, dann wäre Ihr Geist genauso klar wie meiner. Und Sie würden sehen, dass es nichts Wichtigeres gibt, als alle Kristalle zu finden und zu benutzen. Sag ich Brink, doch. Brink, ich glaube, Sie haben Unrecht. Ich denke, wir müssen vorsichtig sein. Diese Außerirdischen sind freundlich und gut, Commander. Sie haben uns ein Geschenk gemacht. Ja, wenn das alles so perfekt ist, wo sind Sie dann, diese Außerirdischen? Vielleicht haben sie sich auf eine höhere Stufe der Existenz begeben. Oder vielleicht sind sie auch alle tot. Sehen Sie, wie schlecht ihr Gehirn funktioniert? Wie könnten sie tot sein? Sie haben diese Kristalle erfunden. Commander, Sie tun mir leid. Immer noch beherrscht von gewöhnlichem Geist und gewöhnlichen Ängsten. Aber ich fühle mich einfach zu gut, um jetzt mit Ihnen zu streiten. Glauben Sie, was Sie wollen. Ich nehme so viele Kristalle mit, wie ich tragen kann. Mach, was du nicht lassen kannst. Ich wollte gerade sagen, Achtung, jetzt fällt er rein und stirbt oder so. Oh, ich nehme ein paar davon mit, für Untersuchungen auf der Erde. Ich werde sie einfach nicht benutzen. Das werden Sie schon, Commander. Der klingt so ein bisschen wie so ein Sektenführer oder sowas. Das ist schon krass. Ich musste tatsächlich auch ein bisschen an Noor Abzaal denken aus Indiana Jones und das Schicksal von Atlantis, was noch kommen wird. Hoch und heilig versprochen, weil das will ich auf jeden Fall zeigen. Ja, irgendwie, also... Vorher war er arrogant, jetzt ist er mir richtig gehend unheimlich. Aber hier hinten ist noch was, und zwar
Das ist doch dieser Kanister, der es in sich hat. Ein Kanister. Habe ich davon nicht ein Bild auf einem der Displays im Museum gesehen? Also hatte ich recht. Gehen wir nochmal in das Museum. Ah, der Ort ist mir unheimlich. Dass die Kristalle mit Brink gemacht haben. Ich würde aber sagen, bevor wir weitergehen, mache ich jetzt erstmal Schluss für heute. Zum einen habe ich jetzt schon mehrfach gegähnt hier im Stream. Zum anderen ist die halbe Stunde schon wieder um. Und ich meine, wir haben Brink wiederbelebt und wir haben die Kristalle gefunden, wenn ich mir eigentlich auch wünschte, wir hätten sie nicht gefunden. Oder zumindest nicht Brink gegeben, nachdem er wiederbelebt wurde. Aber naja, gut, okay. Ich packe jetzt den Würfel aus und dann sehen wir, wann die nächste Folge kommt. Und deswegen sage ich jetzt erstmal Ciao, miau.